Also werden die gekauft. Ich brauche jetzt was zum Schreiben. Weil ich muss mir aufschreiben, welcher Charakter welchen Trank schon getrunken hat. Damit später alle Tränke bekommen haben. Also. Gero. Talana. Luna. Lei. Wir kaufen wahrer Intellekt und wir kaufen wahres Geschick. Wahres Geschick für Georgon. Der freut sich jetzt über 110 Geschicklichkeit. Und wahrer Intellekt für Talana. Die jetzt bei 142 ist. Und wir schreiben auf: Gerugon GE, Talana Int. So. Und so werden wir halt nach und nach alle Tränke entweder kaufen oder später auch selber herstellen. Und unser Geld wird sehr schnell Gute weggehen. Qualität und angemessener Preis. Kinkerlitzchen. Du, war der andere Laden irgendwie besser? Das war doch besonders, oder? Ja. Normal. Irgendwie nicht so Euch sind wirklich die Sachen berauschend. wohl nicht gut genug? Was erlaubt er sich? Die waren echt nicht gut genug. Was haben wir hier? Nur Gilde der Sünder. Erleuchtung. Stimmt, wir müssen deshalb Mitglied werden. Ich grüße euch. Willkommen in Celeste. Es gibt viele Sehenswürdigkeiten hier. Die Stadt Celeste ist seit Jahrhunderten Heim des Lichtes. Sie wurde 491 von König Magnus II. Als Mittelpunkt des Königreichs Barkada gegründet. Und als Symbol der Hoffnung für den Rest der Welt. Die beste Heilung, die man für Tempel Gold des kriegen Lichts. kann. Wir können in den Tempel des Lichts gehen. Wir können leider kein Mitglied Alles werden bei Gute. der Lichtgilde hier. Das sollte wirklich mit unserer nächsten Priorität sein. Irgendwo die Mitgliedschaft für die Lichtgilde zu kaufen. Und eventuell auch für die Böse. Und da dann die Zaubersprüche zu bekommen. Wobei wir erstmal sehr viele Fähigkeitspunkte investieren müssen, um die Skills dann auch noch hochzubekommen. Also böse für Talana und gut für Lei. Hier waren wir schon. Warte mal, Karte. Also da kommen wir rein. Da ist der Tempel und Geschäfte. Dann gehen wir mal nach Norden durch und schauen da lang. Fliegen können wir hier leider nicht, weil es halt eine Stadt ist. Und das wäre auch ein wenig komisch, über oder unter den Geschäften lang zu fliegen. Prüfung. Ja, kennen wir schon. Schrein. Ich habe Gerüchte gehört, dass der Schrein südöstlich von hier euch in das Land der Riesen bringen kann. Das hatten wir in Harmondale aber auch schon gehört. Ich glaube, der NPC dachte gerade, wir wären in Harmondale. Interessante Verwechslung. Was haben wir hier? Tempel des Lichts, Schloss Lambent. Da müsst ihr mit dem Anführer sprechen. Na gut, wir können ganz kurz mit ihm reden und hören, was er will. Aber das werden wir wahrscheinlich nicht so schnell machen. Schauen wir uns das an. Beeindruckend ist es hier schon mal. Ziemlich. Wir dürfen wahrscheinlich da lang gehen, wo keine Wachen sind. Irgendwie sind überall Wachen. Du bist eine Tür? Ja. Oh, wir brauchen noch ein paar Bilder. Aber wir sollten keine hier mitgehen lassen. Und Kisten. Nee. Neue Herren von Harmondale. Sehr gut. Ich bin erfreut, euch endlich zu begegnen. Die Beziehung zwischen unseren Regierungen möge lang und beiderseitig von Vorteil sein. Ihr habt die richtige Entscheidung getroffen, euch mit uns zu verbünden. Es gibt viel für uns zu bereden, aber meine Berater bestehen darauf, dass ihr zunächst den Weg der Zauberer einschlagt, bevor wir unsere Beziehung ausweiten können. Okay. Ich weiß, diese Prüfung sieht albern aus, aber ich versichere, ihr Zweck ist es nicht. Ihr könnt die Prüfung, wann immer ihr wollt, absolvieren. Und wenn ihr heute versagt, könnt ihr es jederzeit nochmal probieren. Was ist die Prüfung? Die Prüfung besteht darin,
die Nebelwände durch die Vordertür zu betreten und durch die Hintertür wieder zu verlassen. Lasst euch von dem Wort Tür nicht täuschen. Ihr werdet sehen, was ich meine, wenn ihr da seid. Eure Waffen werdet ihr nicht brauchen. Solltet ihr ein Wesen innerhalb der Nebelwände töten, habt ihr die Prüfung nicht bestanden. Wenn ihr die Aufgabe bewältigt, erhaltet ihr die Mitgliedschaft in der Gilde des Lichts. So viel dazu, irgendwo jemand zu finden, der uns Mitglied macht. Also müssen wir den Auftrag doch erledigen, bevor wir irgendwas anderes machen können. Nee. Also wir können immer natürlich noch die ganzen Klassenaufgaben jetzt machen. Zum Beispiel in der Rassia wissen wir, ist ein gewisser Ritter, der bestimmt gerne wieder von uns hören würde. Raus. Aber das machen wir erst, wenn wir hier oben zu Ende alles aufgedeckt haben. Denn wir suchen immer noch andere Magieschulen, die hoffentlich hier irgendwo sind. Was haben wir hier? Willkommen. Der Rat wird euch nun anhören. Das ist das Ratshaus. Okay. Oder Rathaus. Bleibt ja nur noch ein Gang. Nämlich hier links rum. Und da sind dann bitte die Magierschulen. Sonst müssen wir wieder alles zusammensuchen. Es wäre schön, so alles an einem Punkt zu haben. Priester des Lichts. Oh, sehr schön. Priester, ihr seid zu mir gekommen, um euch von mir auf dem Pfad des Lichts führen zu lassen. Aber seid gewarnt, um den Weg zu begreifen, müsst ihr euch und eure Seele verstehen. Leider scheint ihr in Eile zu sein, sonst sollten wir darüber eine Weile meditieren. Nun gut. Südlich von Bracada liegt eine Insel namens Evermorn. Ja, da waren wir schon. Und auf dieser Insel stehen die alten Tempel der Sonne und des Mondes. Beide werden von den übrigen Anhängern dieser Religion bewohnt, deren einst stolzer Glaube jetzt nicht mehr darstellt, als zwei alte Tempel, die um eine kleine Insel streiten. Der Tempel der Sonne ist der Ursprung unserer Glaubensrichtung, dem Weg des Lichts. Ich schlage vor, ihr helft ihnen und kippt das, helft ihnen und kippt das Gleichgewicht zugunsten des Tempels der Sonne. Helft dann der Sonnenkirche, indem ihr den Altar der Kirche des Mondes reinigt und weiht. Das wird den Mondkult so schwächen, dass der Tempel der Sonne ihn im Kampf besiegen kann. Sucht mich erneut auf, wenn ihr dies getan habt. Da ist ein klitzekleines Problem. Wir haben beide Kulte ausgelöscht. Wir haben den Altar, glaube ich, einmal angeklickt. Was sagst du dazu? Nee, wir müssen auf die Evermorn-Insel reisen. Ja gut. Wir reisen also demnächst zu den Evermorn-Inseln, klicken einmal auf den Altar und kommen wieder hierher zurück. Und hoffen, dass sie nicht allzu sauer ist. Mitglied in der Luftgilde sind wir schon. Was war das? Der Ort der Reifeprüfung, die Nebelwände genannt, ist der Ort, an den alle Zauberer aus Celeste gehen müssen, bevor sie die hohe Kunst lernen können. Ich habe gehört, es sei vielmehr ein moralischer Test als ein physischer. Ihr dürft in den Labyrinth keine Monster töten. Das könnte wirklich interessant werden. Leeres Haus. Ein leeres Haus. Viele leere Häuser. Und keine Gilden. Das finde ich jetzt nicht so schön. Also vielleicht haben wir eine oder so übersehen. Hier weiß ich nicht, ob wir bei allen waren. Aber dann wäre es auch echt nur eine. Also eine plus Licht. Das ist trotzdem noch ziemlich maus. Warte gut, ich hab's hier mal runter. Moment mal, wir hatten Fliegen an. Worden seid, soll heute nicht der Tod euer Schicksal sein. Kehrt ins Land der Lebenden zurück. Es warten noch viele Prüfungen auf euch. Ja, also. Die neu erkorenen Helden von Harmondale, die einen Frieden zwischen Menschen und Elfen gebracht haben und dafür in die göttliche Stadt im Himmel Einlass gewährt bekommen haben, springen als erstes von genannter Feste im Himmel runter, obwohl sie fliegen können und halten den Fall nicht auf und sterben. Das war nicht schön.
Unser schönes Geld. Und die Rüstung muss repariert werden. Also, nächstes Mal müsst ihr wahrscheinlich echt die Hochflieg-Taste drücken. Ich bin davon ausgegangen, dass wenn ich einfach nur nach vorne drücke und hoch und runter mache, dass ich dann halt in die Richtung fliege. Wie das ja auch normalerweise der Fall ist. Also wenn ich jetzt so mache... falscher Charakter. So, ich fliege jetzt einmal hoch. Und ich bin jetzt in der Luft, genauso wie wir eben auch in der Luft waren, als wir runtergefallen sind. Und wenn ich jetzt nach vorne drücke und hoch oder runter, dann fliege ich halt hoch und runter. Aber wahrscheinlich hat das Spiel einfach gesehen, er fällt. Er hat nicht gesehen, ich fliege, obwohl das Flugsymbol da oben an ist. Nee. Was soll's? Ist nur Gold. Ich hoffe, wir kriegen genug Gold zusammen, um die Rüstung zu reparieren. Darf ich helfen? Reparieren kann er nicht. Das ist doch peinlich. Okay, dann halt kurz in den Himmel. Wo waren die Reparaturleute? Ich glaube hier im Süden. Was für eine Aktion. Ja, aber gut. Hier. Und du solltest sie vorher ihr geben. Die feinsten Rüstungen. Nicht verkaufen. 1066. Ken plus 10, Glück plus 10. Die Glückssachen. Nö. Nö. Warte. Erhöht den Effekt aller Lichtzauber? Nein. Die Krone können wir verkaufen. Die Ringe können wir verkaufen. Also nicht hier, aber doch, die können wir hier verkaufen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Hier war noch Kinkelitzchen, oder? Nee. So. Das muss für Außenstehende so albern aussehen, dass irgendwelche halbgottähnlichen Wesen durch die Gegend teleportieren, rumfliegen und sich selber dann zu Tode stürzen. Aber ja, verkaufen, weg, weg, weg. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Kann der Rüstungsschmied hier vielleicht das reparieren? Guten Tag. Reparieren? Ja. Danke. So, also, sammel dich, Geogon. Wir müssen zu den Evermorn-Inseln. Da wären wir hier schon fast richtig. Wir wollten hier auch noch mit dem Ritter sprechen und allgemein alle anderen Klassen Oberhäupte mal ansprechen. War das hier der Richtige? Nee, ist doch Quixote. Held. Eine Freude ist es zu sehen, dass ihr den Pfad des Lichtes gewählt habt, Kreuzritter. Freunde, ein Unrecht ist geschehen. Und wer denn wir kann es zu Guten kehren? Ein übler Unhold stahl eine holde Maid mit Namen Alice Hargreaves. Sein Name ist William Seetank. Und er hält sie gefangen in einem Turm. Seinem Turm. Ihr müsst von dann reiten und diesen Unhold eurer Klinge schmecken lassen, auf dass ihr die süße Alice befreien könnt. So es euch gelingt, werdet ihr wahrlich die Helden dieses Landes sein. Das ist sehr vage. Wo ist der Unhold? Wir müssen eine holde Maid retten. Gut, hätten wir das auch geklärt. Ach ja, die armen Helden. Wir wollen jetzt aber nach Tatalia und von Tatalia das Boot ausnehmen. Wir sollten später wieder. Später. Später. Hallo, es geht sofort los.